Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir mal auf dem Testserver unterwegs und ich möchte heute 100 Herausforderungen der Titanen öffnen und schauen, wie oft wir das göttliche Pferd bekommen. Es gibt nämlich gerade das Pferd Gawain oder Gawain in den Herausforderungen der Titanen. Das ist eins der Pferde des Grals. Dieses Pferd möchte ich auf der normalen Version auf jeden Fall haben. Nur das Problem ist, dass es in den Herausforderungen der Titanen ist und ich mag das nicht so gerne. Und zwar, weil ich da immer verliere. Aber heute schauen wir mal nicht auf die Pässe, denn auf dem Testserver kann man machen, was man will. Das beeinträchtigt das reale Spiel sozusagen nicht. Deswegen werde ich jetzt mal richtig raushauen und ja, mal schauen, wie oft wir das göttliche Pferd gewinnen. Und los geht's. Oha, schon Stufe 4. Stufe 5? Ach. Oha, nur 18 Fragmente. Ah, das könnte lange dauern. Auf dem normalen Server kriegt man dann auch bis zu 3-mal mehr Fragmente. Das habe ich jetzt hier nicht, den Vorteil. Von daher könnte es auf dem normalen Server besser laufen. 10 Fragmente. Ach man. So sieht das nämlich auf dem normalen Server auch mal aus. Ich bin bei den Herausforderungen der Titanen. Ich meine, was haben wir jetzt bekommen für 200 Pässe? So gut wie gar nichts. Deswegen hasse ich dieses SMG. Oh. Ja, und schon wieder. Nichts. Ich bin echt gespannt, ob ich überhaupt mal auf die Stufe 7 komme. Wow, 9 Fragmente. Also jetzt reicht's aber auch, ey. Das gibt's ja nicht. Oh Mann. Oh. Das nehme ich, glaube ich, an. Weil ich hatte am Anfang, warum auch immer, keine 20.000 Pässe, sodass ich gar keine 100 Herausforderungen öffnen kann. Aber da ich jetzt ein SMG habe, kann ich es dann vielleicht doch. Schauen wir mal. Oh. Oh, Stufe 5. Ich glaube, so weit waren wir noch gar nicht. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Das ist unglaublich, ne? Ich glaube, wir hatten 19.500 ungefähr zu Beginn. Pässe? Wir haben ja schon über 2000 Pässe ausgegeben und nur 170 Fragmente. Also das ist schon verrückt. Wenn es so weitergeht, kriege ich den gar nicht. Oh, schon 4, 5 und weg. Oh, das nehme ich mal mit. Können wir eine mehr öffnen? Das war wohl nichts. Und schon wieder nichts. Also ich weiß ja nicht, wie ist eure Erfahrung mit den Herausforderungen durch Titan? Also bei mir sieht es halt auch auf der realen Version immer so aus, dass ich maximal zur dritten Stufe komme, obwohl jetzt... Oh ne, doch nicht. ja, und dann fliege ich immer wieder raus. Ist es bei euch auch so oder habt ihr da irgendwie mehr Glück als ich? Also, ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Oh, ich hole das mal wieder ab.
Ja, und nix. Das ist echt unglaublich. Ich werde euch das nachher mal... Oh, Moment, Stufe 5. Stufe 6. Und rausgeschmissen. Super. Was ich sagen wollte, ich werde euch das nachher mal zusammenfassend reinschreiben, wie viele Pässe ich jetzt ausgegeben habe und wie viel ich dafür bekommen habe, beziehungsweise wie wenig. Und dann schauen wir mal. Oh, 5. 6. Das sieht nicht gut, nicht schlecht aus. Und wieder draußen. So, wir haben jetzt aber auch schon fast 400, also auf dem realen Server hätten wir das Pferd jetzt schon, weil man da ja dreimal mehr Fragmente kriegt. Aber was heißt schon? Das sind immerhin auch fast 6, na gut, 5000, über 5000 Pässe gewesen. Naja, ist jetzt nicht so wenig für einen Gott. Aber wir machen weiter, bis wir die 100 erreicht haben. Ich fürchte, dass wir ihn da auch nur einmal kriegen. Oh, 5. Ey, wirklich. Oh Mann, ey. Also ganz oft fliegen wir schon in der zweiten oder dritten Stufe raus. Ich glaube, das nehme ich noch einmal an und dann kriegen wir auch die 100 Herausforderungen. Ja, machen wir jetzt einmal weiter. Oh. Ah. Das war nix. Oha, 4 gleichzeitig. 3. Hemmsflügel, sind auch richtig gut. Aber wir fliegen jetzt bestimmt raus. Ja, natürlich. Oh Mann. Auf dem richtigen Server hätte ich das auch niemals weitergespielt. Da hätte ich auch abgeholt. Es ist doch wirklich verrückt. Wir haben noch nicht einmal die Stufe 7 erreicht. Und es gibt, glaube ich, 8 Stufen. Also wie selten ist denn das? Das ist schon verrückt. Oh, eine richtig gute Stufe 5. Stufe 6. Kommen wir jetzt endlich auf die Stufe 7? Nein, natürlich nicht. Oh. Wieder nichts. Oh. Und weg. Was ist das eigentlich für ein Trostpreis? Ganz ehrlich, dafür habe ich jetzt 200 Pässe ausgegeben. Oh, ich habe mich so geärgert auf der richtigen Version. Ich weiß echt nicht, ob ich das tun soll.
Aber ich brauche dieses Pferd, weil ich alle anderen aus der Reihe habe. Das wird noch teuer. Aber auf der realen Version hat man da wenigstens diesen mal 3 Bonus. Oh, Stufe 5. Und wieder weg. Wieso reagiere ich da eigentlich drauf, wenn wir auf Stufe 5 sind? Ich schaffe es eh nicht weiter. Mann, wir haben schon die Hälfte der Pässe weg. Über. Nix. Also ich hole die Herausforderung der Titanen jetzt nicht mehr ab als SMG, weil wir die 100 Stück auch jetzt so schaffen. Und ich denke, vielleicht kommt man dann noch weiter, aber jetzt meistens fliegt man danach raus. Oh. Oh, wir sind auf Stufe 6 angekommen. Und Stufe 7 tatsächlich. Aber was ist das für eine Stufe 7? 94? Das ist ein bisschen wenig, oder? Gerade sage ich noch, danach fliegt man immer raus. Aber gut. 94 finde ich jetzt aber auch echt ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Dafür, dass es so selten ist. Aber gut. Ach, verdammt! Ich bin weitergegangen! Oh nein, das wollte ich ja gar nicht. Ja gut, egal. Verdammt. Ich hätte es jetzt gehabt, ne? Blödheit. Egal. Es waren eh nur 94. Also für Stufe 7 94? Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Okay, einmal Stufe 7. Ja. Merke ich mir, dass wir eigentlich 80 Fragmente ungefähr mehr hätten. Aber ich glaube auch nicht, dass wir noch einen zweiten Gott kriegen. Also... Den ersten haben wir ja jetzt gleich, aber es hat auch fast 15.000 Pässe gekostet. Wow! Yay! Ich freue mich ja so nach 14.000 ausgegebenen Pässen. Okay, machen wir die letzten. Oha! Nein. Ich dachte schon, jetzt auf einmal. Jetzt kommen die Glückssträhne. Aber nein. Es gibt keine Glückssträhne. Ups, war ich zu schnell. Nee, nee. Aber wie krass wäre das? Oh. Ja. In 100 Herausforderungen der Titan nur einmal Stufe 7 zu erreichen. Also... Weiß ich nicht. Ich finde, da könnte Horst echt die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen. 5-mal Herausforderung der Titan. Also, normalerweise würde ich es nicht wegklicken, aber wir möchten jetzt ja gucken, ob wir auf Stufe 7 kommen. Kommen wir eh nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht. Oh Gott. 5-mal wäre schon krass gewesen. Aber wir schaffen es auch so. Ich möchte auch nicht mehr als 100 öffnen. Ja.
Letzten 2000 Pässe sind angebrochen. Neun. So, gleich kommt das letzte. So, jetzt kommt das letzte und das 100. SMG. Und es ist nichts, es fasst es gut zusammen, was hier passiert ist. Nämlich absolute Enttäuschung, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt 100 Herausforderungen der Titanen geöffnet. Und ein göttliches Pferd bekommen. Wir waren nur einmal auf der Stufe 7. Und, ja. Was sagt uns das? Benutze dieses blöde SMG niemals. Nein, macht natürlich, was ihr wollt, aber ich für meinen Teil habe da noch nie gute Erfahrung gemacht. Und dieser Test zeigt es, dass ich, ja, auch weiterhin keine guten Erfahrungen damit machen werde. ob ich mir das Pferd jetzt auf der realen Version hole, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie viele Fragmente ich auch vorher erspiele. Und ja, mal schauen. Jedenfalls, das war das kleine Experiment. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!